Willkommen zurück auf Starkfels, der Spielefestung am Rande des Internets. Es gibt Spiele, von denen man denkt, die kennt doch eigentlich wirklich jeder. Und dann passiert es einem doch, dass man jemanden trifft, der ein bestimmtes Spiel noch nie gespielt hat, noch nie davon gehört hat. So ging es mir letzte Woche mit dem Spiel King of Tokyo aus dem Jahr 2010 von Richard Garfield. Und deswegen wollte ich die Gelegenheit nutzen, euch dieses Spiel mal vorzustellen, falls es jemand doch noch nie gespielt hat. Ich beziehe mich auf die Basisversion, werde also nicht auf die Erweiterung oder den Nachfolger King of New York eingehen, sondern einfach nur mal das Grundspiel kurz vorstellen. Los geht's! In King of Tokyo kämpfen 2 bis 6 Monster in etwa 30 Minuten um die Vorherrschaft in der Stadt, um Zerstörungs- und Ruhmespunkte oder darum, der letzte Überlebende in diesem epischen Kampf zu sein. Als Spieler wählt man sich eine dieser Monsterfiguren vom Gigasaurus über den Kraken bis zum King oder dem Mecha Dragon. Man nimmt sich dazu eine dieser Charakterkarten. Die Monster haben alle die gleichen Werte sozusagen. Die unterscheiden sich also quasi nur optisch voneinander. Ich stelle hier oben die Ruhmespunkte auf 0 ein und eine Möglichkeit zu gewinnen wäre, meine Ruhmespunkte auf 20 zu bringen. Außerdem habe ich eine Hitpoint-Leiste. Meine Lebenspunkte starten bei 10, könnten allerdings durch bestimmte Effekte auf 11 oder 12 steigen. Und wenn ich auf 0 Lebenspunkte gefallen bin, dann scheidet mein Monster aus dem Spiel aus. Das wäre also quasi die zweite Möglichkeit zu gewinnen, das letzte Monster mit Lebenspunkten zu sein. Wie funktioniert das Spiel? Der Mechanismus ist ganz einfach und lehnt sich an Kniffel oder Yahtzee an. Ich würfle 3-mal mit diesen 6 Würfeln und schaue dann, was ich für ein Ergebnis habe. Und dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe zum einen mal Zahlenwerte auf den Würfeln. Und das bedeutet, wenn ich einen Dreierpasch habe, wäre das diese Punkte wert, die darauf abgebildet sind. Das bedeutet, also 3-mal das Gleiche würde hier einen Punkt bedeuten. 3-mal eine 2 wären dann 2 Punkte. Und 3-mal eine 3 wären 3 Punkte. Habe ich zusätzliche Zahlen in dieser Reihe gewürfelt, dann zählt es, das ist ein bisschen kompliziert, die 3 plus diese Zahl dazu. Also das wären 2 Punkte, Entschuldigung, 3-mal 2 sind 2 Punkte, plus 2 wären insgesamt 4 Punkte. Wenn ich 3 Einsen habe und nochmal eine 1, wären das dann eben 2 Punkte. Also ich brauche immer eine Dreier-Kombo als Start, um die Punkte zu kriegen und jede zusätzliche Punktezahl kommt dann oben drauf. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass ich diese Energieblitze würfle. Wenn ich die habe, dann bekomme ich solche Energiesteine, wenn ich sie nicht verliere. Und mit denen kann ich Upgrade-Karten kaufen, Mutation sozusagen. Die gibt es in 2 verschiedenen Varianten. Die haben hier Kosten, also hier, wenn ich die Nationalgarde ins Spiel bringe, für 3 Energie, kann ich die Karte sofort abwerfen, bekomme plus 2 Ruhmespunkte, also Siegpunkte, und ich erleide allerdings 2 Schaden. Also damit kann ich mir Siegpunkte kaufen. Wie gesagt, wenn ich 20 von denen habe, habe ich gewonnen. Hier die Hochbahn, was ähnliches. Wenn ich also quasi die Hochbahn zerstöre für 4 Energie, kann ich die direkt abwerfen und kriege 2 Ruhmespunkte. Und dann gibt es noch Karten, die ich behalten kann. Zum Beispiel hier kann ich für 2 Energie mich mutieren, dass ich Solarenergie aufnehmen kann. Und dann heißt es, am Ende deines Zuges bekommst du eine Energie, wenn du keine Energie hast. Also diese grünen Energiesteine. Damit lädt sich das Monster durch die Sonnenkraft immer wieder auf. Das macht also Spaß, sich diese Energie zu kaufen, sich diese Mutation zu kaufen. Wenn ich das Spiel mit meinen Kindern gespielt habe, hatten wir oft das Problem, dass wir gar nicht zum Ende kamen, weil anstatt zu gewinnen, ging es denen dann meistens darum, ihre Monster noch irgendwie zu mutieren. Und das kriege ich eben durch diese Energiewürfel hin. Eine andere Möglichkeit wäre dieses Herz. Mit diesen Herzen kann ich mich heilen, allerdings nur, wenn ich nicht in Tokio bin. Ihr seht, der Spielplan ist relativ einfach. Ich habe im Endeffekt nur diese Karte von Tokio. Die hat hier 2 Plätze. Tokio City und Tokio Bay. Und dieses Tokio Bay brauche ich auch nur, wenn ich mit 5 oder 6 Spielern spiele. Und wenn ein Monster quasi in Tokio steht,
dann heißt es, also ich kann entweder in Tokio sein oder nicht in Tokio. Diese zwei Zustände gibt es. Eine Regel wäre, dass ich in Tokio eben nicht heilen kann, sondern nur außerhalb von Tokio. Und wenn ich 5 oder 6 Spiele habe, können sich also bis zu 2 Monster in Tokio aufhalten. Warum ist es noch wichtig? Ich habe diese Hand hier, diese Klaue, die steht für Schaden. Und das heißt, wenn ich halt entsprechend Schadenswürfel würfle, dann mache ich diesen Schaden. Und zwar machen alle Monster den Schaden auf das oder die Monster, die in Tokio stehen. Und das Monster in Tokio oder die Monster in Tokio machen den Schaden auf alle Monster, die draußen stehen. Also wenn ich in Tokio stehe und ich habe 3 Schaden gewürfelt, dann kriegt jedes einzelne Monster außerhalb 3 Schaden. Allerdings bekomme ich auch den Schaden ab, den jedes Monster mir macht. Wenn ich Schaden genommen habe und ich stehe in Tokio, weil ich kann mich da ja nicht heilen, dann kann ich mich entscheiden, rauszugehen und dann muss dieses Monster, was mir den Schaden gemacht hat, nach Tokio reingehen. Wenn noch kein Monster am Anfang des Spiels in Tokio steht, dann kann ich mich für eines solches Klauensymbol entscheiden, nach Tokio zu gehen. Warum sollte ich das tun? Na, zum einen, wenn ich nach Tokio hineingehe, bekomme ich einen Siegpunkt. Und wenn ich meinen Zug in Tokio beginne, bekomme ich 2 Siegpunkte. Das heißt, wenn ich es eine Runde lang aushalte und ich wieder rausgehe, dann bekomme ich die 2 Siegpunkte. Ja, das war es im Endeffekt schon, was ich zu diesem Spiel wissen muss an Regeln. Die Variationen kommen eben durch diese Upgrade-Karten rein. Da kann es sein, ich bekomme zusätzliche Würfel, ich darf nachwürfeln, ich kann bestimmte andere Kombinationen würfeln, um bestimmte besonders starke Effekte auszulösen. Ich habe hier noch Marker, um Vergiften auszuspielen, um mich mit Energie aufladen zu können. Es gibt Batterien, wo ich Energie speichern kann. Es gibt also ganz vieles, wo ich experimentieren kann. Verlagere ich mich eher darauf, Schaden auszuteilen? Verlagere ich mich eher darauf, gut Punkte zu machen? Was ist meine Strategie? Und ich muss natürlich kniffeltypisch jede Runde schauen, was würfel ich überhaupt und was nicht. Ich kann übrigens, ja, wenn ich würfle, auch immer wieder das, was liegt, auch nochmal neu würfeln. Also bis zu 3 Mal kann gewürfelt werden und am Ende muss ich schauen, was kommt. Das heißt, ich habe mal Runden, wo gar nichts funktioniert und habe ich Runden, wo ich, was weiß ich, mal 6 Schaden raushaue oder 7. 6 Schaden wäre das Maximum, glaube ich. Und ich haue 3, 4 Monster mit einem Hieb aus den Latschen. Das ist auch der Spaß, den vor allem Kinder bei diesem Spiel haben. Sie können mal ein zerstörerisches Monster spielen. Es ist sehr leicht zu lernen und macht eigentlich einen Heiden Spaß. Also wenn ihr es noch nicht kennt, ich weiß jetzt nicht, wie gut es heute noch verfügbar ist. Ich kann jetzt auch nichts dazu sagen, ob der Nachfolger besonders gut ist, ob er besser ist. Er macht bestimmt manches besser. Ich finde, das Grundspiel hier hat einen besonderen Reiz dadurch, dass es eine sehr, sehr elegante Mechanik hat und aber dadurch trotzdem sehr viel abdeckt. Also wenn ihr es nochmal in die Hände kriegt, kauft es auf jeden Fall, spielt es auf jeden Fall. Ich finde, das ist ein Spiel, das kann ich sofort immer wieder rausholen. Ich habe noch nie das mit jemandem gespielt, der hinterher irgendwie schlecht drauf war oder der sagte, was ist das für ein Blödsinn. Das macht eigentlich normalerweise meistens Spaß. Wenn man es dann die ganze Zeit spielt und ein Spiel nach dem anderen, dann geht es einem vielleicht irgendwann auf die Nerven, aber ich glaube, das ist bei jedem Spiel so. King of Tokyo, ein Spiel, das sicherlich nie aus meiner Sammlung verschwinden wird und das ich immer wieder gern rausziehe. Wir sehen uns das 6. Mal, vielleicht wieder bei einem bisschen größeren Spiel, vielleicht nochmal bei einem älteren Spiel. Muss mal gucken, was der Schrank so hergibt. Ich wünsche euch eine gute Zeit, spielt was Schönes und macht's gut. Tschüss! Starkfels. Die Spielefestung.